Hofer CD-Burn DDP Master ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem du deine Produktion für die Veröffentlichung vorbereiten kannst. Über Mastering für CD, DDP, Vinyl bis hin zum Online-Vertrieb wird alles abgedeckt. Und das innerhalb nur eines einzigen Programms. Bearbeite und arrangiere deine Produktion und brenne sie nach Redbook CD-Standard. Erstelle DDP-Images, die als Grundlage für die Vervielfältigung in einem Presswerk dienen. Mehr als nur CDs. Mit der neuen Version kannst du auch Vinyl- und Online-Veröffentlichungen mastern. Schauen wir uns einmal an, wie du ganz einfach zu einem Ergebnis in CD-Burn DDP Master kommst. Nachdem du dein Audiomaterial via Drag-and-Drop in CD-Burn DDP Master importiert hast, siehst du, dass bereits eine Menge passiert ist. Im oberen Bereich siehst du eine Auflistung der Tracks samt Dauer. Den Titel hat sich CD-Burn DDP Master automatisch aus den Dateinamen geholt. Alle weiteren Infos wie Albumtitel und ISRC-Codes kannst du manuell ergänzen. Hier unten im Audio-Editor findest du deine Tracks in der altbekannten Wellenformdarstellung. CD-Burn DDP Master hat automatisch die festgelegte Standardpause zwischen den Files eingefügt und auch schon automatisch Marker erzeugt. Sowohl Pause als auch Marker können natürlich angepasst werden. Das erste, was du machen solltest, ist die Reihenfolge der Songs prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Das geht ganz einfach über den Audio-Editor-Modus Einfügen. Greife einfach den Track und schiebe diesen zwischen zwei andere. Als nächstes empfiehlt sich die Anpassung der hörbaren Pausen zwischen den Tracks, damit sich musikalischere Übergänge ergeben. Dafür eignet sich der Audio-Editor-Modus Verschieben. Wird nun ein Track bewegt, werden alle nachfolgenden Clips samt Marker verschoben. Oft ist es sinnvoll, Clipgrenzen anzupassen und Fades einzustellen. Ziehe einfach hier, um die Länge einzustellen, und hier, um ein Fadeout zu erzeugen. Ein Rechtsklick ändert die Kurve des Fades. Wenn die Edits fertig sind, geht es an die klangliche Bearbeitung. Falls du nur diesen einen Track hier bearbeiten willst, kannst du diesen im Einfügen-Modus auf eine neue Spur legen. Links vom Audio-Editor findest du das Panel für die Track-Plugins. Dort kannst du dein Hofer-Plugin für die Bearbeitung auswählen. Übrigens, du kannst in der CD-Burn DDP Master App alle Hofer-Plugins verwenden, ohne sie gekauft zu haben. Nun kannst du beispielsweise ein EQ aufrufen und klangliche Veränderungen vornehmen. Rechts vom Audio-Editor lassen sich die Master-Plugins verwalten, die global auf alle Spuren angewandt werden. Ein idealer Platz für einen Analyzer oder Limiter. In diesem Bereich kannst du weitere Plugins laden und auch das Automationsmenü öffnen. Wähle für eine Automation einfach aus der Liste das gewünschte Plugin aus und klicke einen Parameter an. Die Automationskurve kann dann hier bearbeitet werden. Ein allgemeines Metering zur Überwachung der Pegel und des Stereobildes gibt es hier im mittleren Bereich. Dort siehst du übrigens auch die Titelnummer des aktuellen Tracks und auch die bisher verstrichene oder die noch verbleibende Zeit des Tracks und der gesamten CD-Zeit. Sind alle Einträge vollständig und die Bearbeitung abgeschlossen, folgt der Export. Für diesen bietet das Programm eine Reihe von Möglichkeiten an. Du kannst direkt aus CD-Burn DDP Master eine CD brennen. Wähle dazu einfach einen Brenner aus, lege die Schreibgeschwindigkeit fest, bestimme die Anzahl der Exemplare und los geht's. Möchtest du aber ein DDP-Image erzeugen, geht das direkt hier. Speicherort festlegen und auf Start klicken. An dieser Stelle haben wir den Hofer DDP Player Maker verknüpft. Möchtest du das DDP also an einen Kunden zur Abnahme senden, setze einfach hier den Haken und das Image kann im DDP Player Maker weiterverarbeitet werden. Über das Exportmenü hast du weitere Möglichkeiten, wie das Speichern aller Tracks als einzelne Audiodateien oder als eine große Datei. Beides in allen gängigen Audioformaten. Mit CD-Burn DDP Master hast du alle Werkzeuge für ein erfolgreiches Mastering direkt zur Hand. Aber es geht noch viel mehr. Spannend wird es dann zum Beispiel bei der Vorbereitung für einen Vinylschnitt. Auch hier bietet CD-Burn DDP Master reichlich Möglichkeiten. Ebenfalls interessant ist die Erstellung eines ITMSP-Pakets, das eine problemlose Auslieferung an den iTunes Store ermöglicht. Auch die Erstellung von langen Hörbüchern ist dank automatischer Pausenerkennung und der Verteilung auf mehrere CDs kein Problem. Genaueres dazu erfährst du in weiteren Videos. In nur wenigen Schritten ist deine Produktion für die Veröffentlichung auf verschiedensten Wegen vorbereitet. Denn CD-Burn DDP Master bietet dir alle Funktionen, damit die Veröffentlichung deiner Produktion perfekt wird.